Sehr geehrte Zuschauer, wir begrüßen Sie aus unserem MTA-Studio hier in Wigoltingen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bei uns im MTA-Studio haben wir Herrn Rafiq Janin Saab als Gast. Rafiq Saab, assalamu alaikum wa rahmatullah. Er ist der älteste Jamaat-Mitglied der Schweiz. Er hat unter anderem als Amir Jamaat Thailand gedient und viele andere Ämter inne gehabt. Rafiq Saab hat in 1960er Jahren hat er die Jamaat Ahmadiyya angenommen. Rafiq Saab, vielleicht können Sie uns etwas über das Ereignis Ihres Baths erzählen, wie es dazu kam, dass Sie in die Jamaat eingetreten sind. Ich habe zuerst, also meine Eltern waren sehr gute praktizierende Christen und haben mir alle christlichen Lehren beigebracht. Als ich 13, 14, 15 Jahre alt war und anfing selber nachzudenken, habe ich aber diese Lehren nicht mehr akzeptiert. Ja, zum Beispiel, die christliche Lehre sagt, dass zuerst war Gott, ja, und dann vor 2000 Jahren hat er einen Sohn gekriegt. Dann hat er uns Gott hat uns am Anfang an dann die Erbsünde gegeben. Und dann hat er seinen Sohn geopfert, um uns die Erbsünde wegzunehmen. Ich habe gedacht, er hätte ja einfach sagen können, ich vergebe euch. Oder er hätte uns die Erbsünde von Anfang an nicht geben müssen. Ja? Also in anderen Worten, ich war mit dem Christentum nicht so zufrieden. Ich wäre ja sozusagen gegen die Barmherzigkeit Gottes gewesen. Ja, und habe daher in der Bibliothek nach Alternativen gesucht. Bei dieser Suche kam ich auf eine deutsche Übersetzung des Heiligen Korans. Und diese Übersetzung ist von der Ahmadiyya-Gemeinde Schweiz herausgegeben worden. Ja? Ich habe dann den Koran gelesen und schon beim Lesen der ersten Sura war ich beeindruckt. Ich glaube, die meisten Leute, die, wenn sie zuerst den Koran sehen, dann lesen Sie die erste Sura und dann vielleicht die letzten, weil die sind kürzer. Ne? Und dann kommt man zur Sura. Es Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Es gibt keinen Gott außer Allah und niemand ist ihm gleich. Ja? Und das hat mir schon imponiert. Und ich würde schon sagen, dass nur schon durch das Lesen der ersten Sura und der letzten Suren bin ich zum Muslim geworden. Das hat Sie dann auch überzeugt? Ja. Das Lesen des weiteren Korans war einfach eine Lehre. Aber ich brauchte das nicht, um mich zu überzeugen. Sie dann zu der Jamaat gekommen? Wie entstand der Kontakt zu der Jamaat? Also zuerst, nachdem ich den Koran gelesen habe, dann ging ich ein Jahr nach England. Ja? Dann hatte ich also noch keinen Kontakt. Als ich dann von England zurückkam, dann habe ich dann bemerkt, dass im Koran, da war der Stempel der Ahmadiyya-Gemeinde Zürich, ja? Mit der Adresse und Telefonnummer des Imams Sheikh Nasser Ahmed. Und ich habe ihn also dann erst ein Jahr oder mehr, also ein Jahr später, als ich nach Zürich zurückkam, kontaktiert. Und er hat mir dann weitere Auskunft über die Ahmadiyya-Gemeinde gegeben, ja, und das System des Bayats und so erklärt. Also in die Jamaat sind Sie schon 1960 eingetreten, spirituell, aber haben dann noch das Beit Gelübde ein Jahr später abgelegt, wo Sie die Informationen von den
ja, also, damaligen Imam bekommen haben. Sagen wir mal 1959 habe ich den Koran gelesen und 1960 habe ich dann Bayat gemacht. Okay. Das heißt, Sie waren dann auch bei der Eröffnung der Mahmud-Moschee in Zürich, der ältesten Moschee der Schweiz, anwesend. Könnten Sie uns vielleicht... Vielleicht noch kurz vorher. Also die Frage kam dann auf, soll ich nur ein Muslim sein oder soll ich auch der Ahmadiyya-Gemeinde beitreten? Ja. Die Ahmadiyya-Gemeinde lehrt ja den Islam, aber kleinere Differenzen der Lehre, zum Beispiel über das Leben und den Tod von dem Prophet Jesus. Musste man dann auch studieren. Genau. Und dann fand ich aber auch die Lehre der Ahmadiyya in Bezug auf Jesus logischer, als was die anderen Muslime das auch, uns erzählen wie die das ausgelegt wollen. Haben, genau. Ja. Vielleicht könnten wir wieder auf die Frage zurückkehren, die ich Ihnen vorher gerade angedeutet habe, in Bezug auf die Moscheeeröffnung. Also dann kam 1963 die Eröffnung der Moschee. Mhm. Also vor der Moscheeeröffnung, da haben wir uns jeweils, hatten wir ein monatliches Treffen. Das fand statt in einem Café literär in der Nähe vom Hauptbahnhof, sodass die Leute, die von außerhalb von Zürich kamen, auch schnell dabei sein konnten. Da waren dann jeweils ein halbes Dutzend Leute oder mehr Mitglieder Schweizer anwesend. Und da wurden dann die verschiedensten Themen diskutiert, Fragen beantwortet und so weiter. Mit der Eröffnung der Moschee hat sich das natürlich alles ausgeweitet. Ja? Also mit der Eröffnung der Moschee hatte ich dann die Gelegenheit, Sir Muhammad Saifullah Khan kennenzulernen. Und ich war dann natürlich sehr beeindruckt und es war mir ein Vergnügen, ihn das bis zu seinem Lebenende mit ihm in Kontakt zu bleiben. Ja. Jetzt mit der Eröffnung der Moschee hatte man jetzt einen Treffpunkt und das war die erste Moschee in der Schweiz. Die Ahmadiyya-Gemeinde war die erste muslimische Gemeinde, die in der Schweiz organisiert war. Und daher kamen am Anfang alle Muslime in die Moschee. Ja? Türken, alle kamen und vor allem an den Eid-Gebeten war die Moschee übervoll von all diesen, von allen Muslimen, die zu uns kamen. Später haben sie sich dann selber organisiert. Die Türken wollten ihren türkischen Imam haben und die Araber wollten ihren arabischen Imam haben. Und dann sind sie dann nicht mehr zu uns gekommen. In der Zwischenzeit sind dann mehr unsere eigenen Mitglieder aus Pakistan angereist. Und so hat sich die Gemeinde dann sozusagen verändert. Die Stimme, die in Gardian angefangen hat, die Welt zu erreichen, auch wenn man symbolisch anschaut, der Grundstein der Moschee, welcher gelegt worden ist, der wurde ja von der Tochter des verheißten Messias, alaihissalatu wassalam, gelegt. Hazrat Amatul Hafiz Begum Sahiba Razilatul Anha. Und der Grundstein war der, ein Backstein der Mubarak-Moschee aus Gardian. Und genau die Botschaft hat dann durch die Moschee auch mehr Anklang in der Bevölkerung gefunden und man hatte einen Ansprechpartner in der Schweiz. Richtig, und man konnte einfacher auf die Muslime zugehen. Herr Fixer, da wir schon in der Geschichte unterwegs sind, sind wir schon bei 1963. Sie hatten erzählt, dass Sie die Gelegenheit hatten, in 1964 den zweiten Kalifen in Rabwa zu treffen. Ja. Können Sie unsere Zuschauer bitte über dieses Ereignis mal erzählen, wie es dort war? Ich reiste zur Zeit des Chalsa, also im Dezember 1964 nach Pakistan und habe dann die Gelegenheit gehabt, den zweiten Kalifen zu treffen.
Das war eine sehr beeindruckendes Treffen. Hasur zu dem Zeitpunkt war nicht mehr in sehr guter Gesundheit. Als ich in das Zimmer eintrat, lag er auf seinem Bett und sein Gesicht war gegen die Wand gerichtet, weil er musste sich hier von Zeit zu Zeit umdrehen. Und dann hat man ihm gesagt, Rafiq Canan aus der Schweiz ist hier. Und als er sich umgedreht hat, war ich so überrascht, weil man hat mir gesagt, das ist ein alter Mann, er ist krank und wir können nicht zu lange hier sein, weil er krank ist. Dann habe ich einen alten, kranken Mann erwartet. Und ich sehe ein Gesicht voll Licht. Nur, wirklich nur. Und er hat gelächelt und hat einen Spaß gemacht, weil Canan auf Punjabi scheint das Mondlicht zu bedeuten. Und darum hat er gesagt, ja, das ist jetzt das Mondlicht ist zu mir gekommen. Hat dann auch weiter gesagt, ja, die weißen Tauben aus dem Westen kommen jetzt zu uns. Also das war eine sehr, sehr beeindruckende Begegnung. Sie waren ja auch sehr viel international unterwegs gewesen. Sie haben ungefähr 15 verschiedene Länder besucht. Auch wegen Ihrer Beschäftigung, wegen Ihrer Arbeit waren Sie auch sehr viel unterwegs gewesen. In Pakistan haben Sie ja auch gesagt, Sie waren eine Zeit lang dort gewesen, aber da Rabisab erwähnt hatte, dass Sie auch Amir Jamaat in Thailand waren. Können Sie die Situation in Thailand mal erzählen? Ja, also ich kam nach Thailand. Ich war in Thailand von 1989 bis 1999. Als ich in Thailand ankam, kriegte ich von Tapsir zwei Adressen von Ahmadis. Eine Thai-Ärztin in Bangkok und eine Familie, der Vater war aus Kerala und hat sich dort in Thailand im Norden niedergelassen. Das waren die zwei einzigen Ahmadis in Thailand. Das Jamaat war also noch nicht organisiert. Und Hasur Khalifa Rabe hat mir dann die Aufgabe gegeben, das Jamaat zu organisieren. Und mit der Gnade Allahs war das möglich. Ich habe dann organisiert, dass das Jamaat von Indonesien zuerst einmal einen Missionar schickt, um in Thailand das Jamaat zu etablieren. Später hat so dann mir die Aufgabe gegeben, auch in die Nachbarländer vorzudringen und weitere Missionare sind aus Indonesien gekommen und haben das Jamaat in Kambodscha und Vietnam organisiert. In Kambodscha im Moment ist das Jamaat größer geworden als in Thailand. Also in Thailand im Moment hat es viele pakistanische Ahmadis. In Kambodscha aber sind die Ahmadis lokal. Die gehören einer religiösen Minderheit an. Die waren also schon vorher Muslime, nicht Buddhisten. Und ich glaube, wir haben jetzt 3, 4, 5 Moscheen in Kambodscha. Okay. Da wir jetzt gerade zum Schluss kommen werden, nur eine ganz kurze Frage. Wir hatten vor dem Interview dann erwähnt gehabt, dass Sie vielleicht ein Ereignis mit dem Khalifa erzählen, den Zuhörern und Zuschauern. Ja, also da kommt Gedächtnis meine Erfahrungen mit Khalifa Rabe. Zuerst einmal, als er gerade Khalifa wurde, bevor er Khalifa wurde,
hat er mich schon angefragt, ob er bei mir wohnen könnte. Er plante eine Reise nach Europa und natürlich war ich sehr glücklich darüber und habe ihn zu Hause erwartet. Dann kurz vor seiner Reise wurde er aber zum Khalifa gewählt und dann sagte er, es tut mir leid, jetzt muss ich in der Moschee wohnen, weil ich bin jetzt, muss mich jetzt zur Verfügung des gesamten Jamaats halten. Aber er kam dann zu uns nach Hause zu einem Mittagessen und das war natürlich sehr schön für uns. Dann ein weiteres Ereignis. Na, wir wissen alle, dass Allah unsere Khalifen leitet in theologischen wichtigen Fragen. Was wir aber wohl nicht gedacht haben, dass er uns hilft, unseren Khalifen auch hilft in ihrem Privatleben. Weil eines Tages hat der Imam der Mahmud Moschee, Masoud Ahmad Jelmi, hat Zuhr eingeladen zu einem Picknick. Wir fuhren ins Land hinaus und dann fing es an zu regnen. Und Imam Sahib sagte zu mir, Rafiq, finde einen Platz für ein Picknick. Und ich dachte, wie kann ich einen Platz für ein Picknick finden in diesem Regnen? Und er sagt, ja, fahr mal los. Ich fuhr los, das war im Kanton Schaffhausen. Und dann sah ich ein neues Bauerngebäude und habe gedacht, das wäre vielleicht was. Ja? Ich ging zum Bauern hin und schilderte ihm unser Problem. Ja, es regnet, ich habe große Gäste, wir möchten ein Picknick machen. Könnten wir bitte Ihr Farmgebäude gebrauchen? Er hat gesagt, gib mir 5 Minuten, ich fahre die Maschinen raus und dann habt ihr Platz. Als wir reinkamen, waren dort Tische und Bänke und sogar Barbecue, Grill, alles war bereit. Wie wenn wir erwartet wären. Ja? Und der Farmer hat uns dann erklärt, dass ja, das ist mein neues Gebäude. Ich habe letzten Sonntag meine Nachbarn eingeladen zu einem Barbecue. Und nächsten Sonntag lade ich meine Familie ein. Und darum ist alles bereit. So sieht man dann halt auch, wenn der Khalifa der Zeit unterwegs ist, wie Gott, der Allmächtige, auch die Türen für ihn öffnet. Damit möchten wir dann natürlich auch beenden. Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für das Teilen mit der ganzen Jamaat von den historischen Ereignissen, welche für die Jamaat sehr wertvoll sind, und sagen so auch zu den Zuschauern und zu den MTA-Zuschauern, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bis zum nächsten Mal.